Champions League, fünfter Spieltag, langsam wird's ernst und hier kommen unsere Tipps. Mit zwei Krachern aus deutscher Sicht, Atletico Madrid, Bayern München und Inter Mailand spielt bei Mönchengladbach auf. Abonniert diesen Kanal! Yes, aber los geht's erstmal mit einem Duell in der Bayern-Gruppe und zwar Lok Moskau empfängt Red Bull Salzburg. Und da ist ja zu erwähnen und hervorzuheben, dass die Salzburger trotz der beiden Niederlagen gegen Bayern München, die relativ torreich ausfielen mit 2:6 und 1:3, immer gelobt wurden, weil sie gut gespielt haben. Jetzt muss hier gegen Moskau auch mal geliefert werden. Ja, das habt ihr ganz toll gemacht, ihr Salzburger. Und jetzt geht's nach Moskau, die von der Tabellensituation und den anderen Spielen theoretisch Favorit sein sollten, könnten. Zwei Unentschieden bei oder gegen Madrid abgetrotzt und auch im Hinspiel gegen Salzburg ganz gut ausgesehen. Trotzdem, Radek, sind die krasse Außenseiter von den Quoten. Das ist auf der einen Seite verständlich, denn die Buchmacher wollen auch nichts herschenken, denn Salzburg ist definitiv Favorit. Aber wenn es rein nach dieser ersten Gruppenphase gehen sollte, also die ersten vier Spieltage, würde Moskau doch hier mit einem Unentschieden doch eigentlich eine ganz gute Wette darstellen. Ja, und vor allem haben die ja schon Erfahrung mit Unentschieden. Dreimal in vier Spielen Unentschieden gespielt. Jetzt haben sie auch noch Heimvorteil im kalten Moskauer Winter. Da werden sich die Red Bull-Jungs schon auch ein bisschen dran schwer tun. Die Quoten auf Salzburg finde ich viel zu niedrig deswegen und ein Asian Handicap auf Moskau plus 1 bei einer Quote von 1,91 fände ich persönlich gut, aber du siehst das ja ein wenig anders. Ja, ich, Radek, mir gefällt es auch, aber irgendwie glaube ich dann doch, dass Salzburg in der Euroleague dabei ist und dazu müssen sie gewinnen, deshalb traue ich mich nicht, auf die vernünftige Wette auf Moskau zu gehen. Es tut mir leid. Nee, es braucht dir nicht leid tun. Ich meine, wenn man nicht überzeugt von einer Wette ist, dann lieber Finger weg. Es gibt genug Spiele, genug Wetten. Da muss man es nicht erzwingen, schon gar nicht, weil es die erste ist. Schachtja Donetsk empfängt Real Madrid und die haben das Hinspiel gewonnen, die Ukrainer. Und jetzt sind sie hier überraschenderweise krasse Außenseiter. Sehen wir da Value auf Donetsk? Das ist die Frage, aber wer, glaube ich, insgesamt 10-0 oder so gegen Borussia Mönchengladbach verliert in Folge, der kann jetzt auch nicht sich mit dem Hinspielsieg gegen Real Madrid rühmen. Die Zeiten sind wahrscheinlich vorbei. Die Frage ist sogar eher, trotz schwacher Saison, kann hier Madrid die Weichen stellen für den Einzug in die K.O.-Phase? Ist ja noch eine sehr, sehr spannende Phase in dieser Gruppe. Da könnte, du zeigst es schon an, minus 1,5 auf Real nicht so verkehrt sein. Ist halt ein großer Name gegen ein Team. Ja, aber ich habe zwei Argumente dafür, denn das erste ist, diese minus 1,5er Asian Handicap-Wette ist ja quasi dein neuer Signature-Move. Damit hast du ja beim letzten Champions-League-Spieltag eine 2,9er-Quote auf Barcelona genailed und jetzt würde ich fast schon auch damit liebäugeln, weil Argument Nummer 2 ist, Real hat in den Spielen gegen Inter beide gewonnen, obwohl sie da krasse Außenseiter auf dem Papier waren, aber die Qualität von Real ist unbestreitbar, auch wenn sie mal hier und mal da schlechte Spiele einstreuen und auch in der Liga sich erneut blamiert haben, ist Real einfach eine Champions-League-Mannschaft und angesichts dieser hohen Niederlagen von Schachtja gegen Gladbach denke ich, dass Real auf jeden Fall auf Rache aus ist, denn so eine zweite Niederlage gegen Donetsk wird ihnen nicht nochmal passieren und auch ein Unentschieden halte ich für eher unwahrscheinlich, deswegen Real klarer Favorit und auch mit zwei Toren Vorsprung nicht ungewöhnlich wäre das und deswegen die 1,95 auf Real gut genug. Ist notiert, man möchte nicht unter den Tisch kehren lassen, dass wir auch gesagt haben, Ajax Amsterdam gegen Mütterland minus 1,5, aber das ist sicherlich keine tollkühne Wette. Ja, du sprichst es an. Atalanta Bergamo spielt genau gegen diese Truppe und deshalb, wir bleiben dabei, die Dänen haben in der Champions League nichts zu suchen, die Offensive ist nicht mal Euroleague-würdig. Wer weiß, warum sie in der Nachspielzeit quasi gegen Prag in der Qualifikation noch zwei Tore geschossen hat, weiß kein Mensch. Hinspiel war schon echt
traurig und Atalanta hat jetzt letzte Woche in Liverpool gewonnen. Das bedeutet, sie sind in der Tabelle wieder dabei mit 7 Punkten, gleich auch mit Ajax Amsterdam. Da wird es ja dann wahrscheinlich am nächsten Spieltag das Entscheidungsspiel geben. Nichtsdestotrotz erwarte ich hier einen hohen Sieg von Atalanta und deshalb lass uns auch gleich hier auf minus 1,5 schauen. Alles, was höher ist, macht eigentlich keinen Sinn, in der Champions League zu tippen. Die Quote für minus 1,5 ist aber nie attraktiv. Deshalb vielleicht die Tore, Radek, gute Idee. Über 3,5 Tore, ja, kann man mal machen, muss man aber nicht. Nein, das ist zu niedrig, die Quote dann für über 3,5 mit nur 1,9, egal wer spielt. Mei, unterschätze ich jetzt die Dänen nicht so krass wie du und hab da nicht so den Hang zu Atalanta, weswegen ja auch diverse Italien-Fans uns öfter kritisieren. Aber egal, wir gehen weiter nach Spanien. Ja, bevor wir nach Spanien gehen, eine Korrektur. Ich unterschätze Mütterland nicht, ich bin nur realistisch. Die sind nicht Champions League würdig. Tja. Wir schauen weiter, Wir schauen weiter nach Spanien, denn da spielt Bayern München bei Real Madrid mit einer unerwartet hohen Quote. Wir reden hier vom Rekordhalter an Champions League-Siegen ohne Niederlage unentschieden in Folge. Und die haben jetzt aufgrund ihrer Verletzungssorgen, die Bayern, eine unwahrscheinlich spannende Auswärtsquote. Aber Real Atletico Madrid, die müssen ja auch noch Punkte holen. Das ist ein sehr, sehr schwieriges Spiel, wo man ohne mit der Wimper zu zucken auf die beste Mannschaft der Welt gehen sollte mit einem Asian Handicap plus 0,5 bei einer Quote von 1,84. Mein Gott, die Bayern ja haben einige Ausfälle, wahrscheinlich die Defensive strauchelt gewaltig. Da fehlen zum Beispiel Herr Hernandez, Boateng, noch ein paar andere sind angeschlagen, die jetzt nicht unbedingt die etatmäßigen Stammspieler sind. Aber in der Defensive geht Bayern jetzt ein bisschen auf dem Zahnfleisch daher. Hinspiel haben sie 4-0 gewonnen. Man rechnet ja jetzt so damit, dass Bayern so ein bisschen in eine Krise kommt jetzt zum Winter hin. Das ist immer so öfter mal schon der Fall gewesen bei Bayern. Warum jetzt auch nicht unter Hansi Flick mal schwächeln? Eine Niederlage gegen Atletico können sie absolut verschmerzen, weil sie in dieser Gruppe mit 7 Punkten Vorsprung bereits die Nummer 1 sicher haben und die Qualifikation fürs Achtelfinale. Von daher wäre ein Atletico-Sieg keine Überraschung. Auf der anderen Seite ist Bayern natürlich immer gut genug, um auch Atletico zu besiegen, wie das Hinspiel schon gezeigt hat. Aber angesichts der drohenden Ausfälle eine klare No-Bet, weil das hier alles sehr fraglich ist. Ich würde nicht gegen Bayern setzen, aber auf Bayern setzen kann ich jetzt auch nicht. Damit sagst du sehr, sehr viele Worte gelassen und wahrheitsgemäß aus. Ja, Gladbach, die anderen Deutschen, die hier eine bislang überragende Champions League-Saison gespielt haben. Das Hinspiel gegen Inter, ein 2:2, war ja auch ein bisschen unglücklich. Das hätten die Gladbacher sogar gewinnen können, wie auch das 2:2 gegen Real Madrid. Jetzt haben sie das Heimspiel gegen Inter und gehen mit breiter Brust ins Spiel, hoffentlich nach dem 4:1 gegen Schalke in der Bundesliga. Und ich habe es in mehreren Champions League-Videos schon gesagt, dass man vor Inter normal keine Angst haben muss. Und das zeigt auch der Tabellenplatz. Erst 2 Punkte mit 2 Unentschieden in dieser zugegebenen doch sehr starken Champions League-Gruppe. Aber das konnte man davor eigentlich nicht wissen. Da hätte man Inter schon weiter oben erwartet. Alles spricht mehr oder weniger dafür, dass Gladbach hier eigentlich Favorit sein müsste, sind sie aber nicht. Ist das dann Value oder ist es zu gefährlich? Ich weiß es nicht. Unfair finde ich tatsächlich, dass der direkte Vergleich in dieser Gruppenphase dem Torverhältnis gegenübersteht, weil sonst könnte man schon sagen, ist Gladbach eigentlich mit schon weiter eine Runde mit ihren 10 Toren gegen Donetsk. Aber jetzt mit einem 1-0 oder so sind die Karten auf einmal wieder ganz anders. Klar, sie spielen danach noch gegen Madrid, in Madrid, da glaubt man nicht wirklich mit Punkten. Gladbach spielt überragende Wochen, Inter nicht.
Jetzt ist die Frage, kann Gladbach das ausnutzen oder verkacken sie es wieder? Ich meine, man darf nicht vergessen, sie haben sowohl gegen Inter als auch gegen Real geführt und am Ende ist ihnen dann doch wieder Schiss in der Buchse gelaufen oder wie man das sagt. Also das ist so schwierig gerade. Ich wünsche, dass es Gladbach holt. Glauben tue ich aber erst dran, wenn es nach 90 Minuten unentschieden steht. Oder Führung Gladbach, also kein Tipp. Ja, würde ich auch nicht. Es ist immer noch Gladbach mit sehr, sehr viel Wankelmut und unerfahrenen Spielern in der internationalen Angelegenheit. Liverpool, meine Güte, Jürgen Klopp, da ist aber auch nicht mehr alles Gold, was glänzt bei den Reds. Und 2-0 haben sie verloren zu Hause gegen Atalanta, jetzt gegen Ajax, die auch im Hinspiel eigentlich eine gute Figur gemacht haben gegen Liverpool und am Ende sehr unglücklich 0-1 verloren haben. Dennoch ist Liverpool zu Hause natürlich Favorit mit einer Quote von 1,7. Letzte Woche hätte ich noch drauf gesetzt, jetzt haben sie gegen Atalanta verloren in der Champions League. Das lässt mich ein bisschen an Liverpool zweifeln, vor allem weil sie auch in der Liga jetzt ein bisschen straucheln. Definitiv, aber Ajax muss wieder outperformen, um mithalten zu können. Ich glaube, Liverpool mit der Niederlage gegen Bergamo und jetzt auch mit dem 1-1 in der Liga ist gewarnt genug. Auf der anderen Seite kommen die Ergebnisse auch deshalb zustande, weil sie überlastet sind. Van Dijk fehlt definitiv, da brauchen wir nicht drum rumreden. Kloppo gibt auch mit seinen Wutreden wegen Überbelastung etc. auch vielleicht sogar ein bisschen Alibi, dass die Spieler nicht unbedingt einen Gang zurückschalten, da wird er intern anders reden. Aber da muss man auch ein bisschen aufpassen. Salah nach seiner Corona-Infektion auch noch nicht wieder zurück. Es ist gefährlich. Nichtsdestotrotz ist es Liverpool und deshalb sollte man auf keinen Fall gegen die setzen, sondern eher schauen von Spiel zu Spiel, bis es mal Value gibt auf ein hohes Handicap auf den Gegner oder eine gute hohe Liverpool-Quote auf einen Sieg. Also man könnte auf Sieg Liverpool setzen, sollte man aufgrund der letzten 3 Wochen aber nicht. Genau, und die Quote ist ein bisschen zu unattraktiv dafür. Diese 1,7, das ist so, ja, man wittert eine Falle. Und vielleicht gewinnen sie dann auch nur knapp oder es gibt ein Unentschieden. Also, da ist viel möglich. Bei Porto gegen Manchester City dürfte normalerweise relativ klar sein, dass City hier dieses Spiel wie im Hinspiel gewinnt. Da haben sie 3-1 gewonnen. In der Liga läuft es bei denen allerdings auch nicht allzu rund. Aber Champions League ist was ganz anderes. Da haben sie 10 Tore geschossen, 1 erst kassiert. Und von daher finde ich diese Quote auf City mit 1,77 bei Porto gut genug. Bin ich dabei, auch wenn Porto daheim sicherlich nicht unterschätzen ist. Ich habe ja auf Netflix, gibt es ja so eine Dokumentation über Trainer, Playbook heißt das, glaube ich. Ich habe nur zufällig, weil ich nicht abgeschaltet habe, auch die Folge mit Mourinho gesehen. Auch richtig, richtig cool, geht ja über Porto, über seinen Champions-League-Triumph. Deshalb habe ich vielleicht ein bisschen mehr Respekt, auch wenn es schon 100 Jahre her ist. Also Man City Sieg, tschüss. Genau, da packt ihn wieder die Vergangenheit, den alten Sentimentalisten. Deine Marseille, die du ja auch glühend verehrst, weil sie vor 30 Jahren mal die Champions League gewonnen haben, gelingt ihnen das erste Tor gegen Piräus oder vielleicht sogar noch mehr und die Revanche für die 0-1 Niederlage im Hinspiel? Hier spielen ja die beiden abgeschlagenen Teams dieser Gruppe gegeneinander. Olympiakos, wie gesagt, ein Tor und das im Hinspiel beim Sieg gegen Marseille. Und Marseille aus 4 Spielen bisher 0 Tore, 9 Gegentore. Ja, und damit hast du eigentlich alles gesagt zu diesen beiden Spielen, Mannschaften und diesem Spiel. Da braucht man jetzt nicht irgendwas finden, was da nicht ist. Das, klar kann viel passieren. Das Logischste wäre, unter 2 Tore zu gehen. Aber für beide Teams geht es jetzt hier auch um den Einzug in die Gruppen oder in die Euroleague. Also mit einem 2-0 wäre Marseille auf einmal vielleicht drin. Aber kannst du nicht drauf setzen. Jetzt haben wir hier sehr viele schlechte Quoten wegen den Buchmachern und einige No-Bets, aber zumindest haben wir uns auf einen Sieg von Manchester City mit einer 1,77 geeinigt. Wir
gehen davon aus, dass Real Madrid mit Asian Handicap minus 1 bei Schachtja Donetsk gewinnt. Und bei den anderen Spielen, da haben uns die Quoten ein bisschen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Was tippt ihr? Schreibt es in die Kommentare. Alternative wäre noch, dass man sich Spiele sucht, die unentschieden ausgehen können. Unsere berühmte 2-4er-X-Systemwette. Oder einfach mehrere Spiele mit einer Dritteleinheit auf unentschieden tippen. Da gibt es bei Lok Moskau gegen Salzburg zum Beispiel eine Möglichkeit. Da gibt es bei Atletico gegen Bayern durchaus die Möglichkeit. Gladbach gegen Inter auch. Und Marseille gegen Piräus, das wären so meine vier Spiele. Oder siehst du vielleicht bei den anderen noch mehr Wahrscheinlichkeit? Nee, das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante Wette. Lassen wir uns durch den Kopf gehen. Bis morgen sind es ja noch über 24 Stunden zum Spielbeginn. Aber bis dahin euch einen wunderschönen Montagabend und Dienstag. Abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt. Danke fürs Zuschauen, Daumen nach oben, bis dann.